Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars. Zum neuen Mars Express DLC. Wir haben ja beim letzten Mal hier das Innenleben der Kuppel schon ein bisschen gebaut. Wir können jetzt noch das Ganze um die Farm erweitern, die wir ja jetzt, da ist sie, freigeschaltet haben. Die kommt da noch mit rein. Und ja, jetzt müssen wir nur mal schauen. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo. Entweder unter Biotech oder unter Ingenieurwesen gibt es noch etwas, dass die Farmen auch den Komfort erhöhen. Aber ich weiß nicht, wie spät das kommt. Aber das wäre natürlich auch nützlich. Wir machen ja jetzt den hier mal, dann schauen wir mal, ob es schon das nächste ist. Das hier ist an zweiter Stelle, dann können wir sehen, ob es vielleicht da ist, weil das, boah, weiß ich wirklich nicht mehr, wo genau das Ganze kommt. Für das Gebäude hier fehlen uns Polymere, die sind aber ja unterwegs. Mit der Rakete 42%. Da haben wir jetzt nichts Spannendes gehabt. Schauen wir mal, was wir da haben. Das geht so schnell jetzt mit dem Scannen, ne? Wenn man da mal einen so einen Sensorturm einbaut. Das ist schon eine krasse Verstärkung. Gefundene Anomalien, eine. Sehr schön. Die untersuchen wir doch mal direkt wieder. Machen wir danach hier unten weiter oder da oben? Ich glaube, hier unten erstmal. Beton ist, naja, wir haben halt 41, das. Ich hatte sonst immer das in riesigen Überschuss, aber 41 reicht ja für Bauprojekte, die anstehen. Ne? Man könnte noch überlegen, ob man das Treibstoffdepot vielleicht näher hierher bringt. So, dass wir da und dann eine Wunschmenge von 80 haben. Dass wir immer genügend drin haben, um eine Rakete dann vollzuladen, dass wir da einen kürzeren Weg haben. Effekt 50 neue Bewerber sind auf der Erde verfügbar. Super, ich freue mich total, weil wir ja 12 mitnehmen können. Dass da jetzt noch 50 sind, grandios. Naja. Noch eine Anomalie gefunden. Okay. Was ist das denn? Durchbruch? Ne, es sind einfach normale neue Technologien. Okay. Schauen wir doch mal. Wenn ich nur wüsste, wo. Ah, Planetenansicht. Was wir hier für Sachen haben. Bin ich blöd? So. Treibstoff, elektronische Geräte, Metalle. 2 Milliarden, okay. Ja, aber das. Doch, das wird sich schon lohnen, die exportieren, stimmt. Die Überlegung hatten wir schon mal. Okay, 400 Forschung. Das ist natürlich auch gut. Das sind die Konkurrenten. Hier unten ist noch was. Okay. Meteoritenfänger. Nee, das ist aber eher was, wenn man einen Laser hat, dann kann man das mal machen. Aber so wäre das jetzt eher dumm. Also das hier, das könnte ich mir vorstellen. 30 elektronische Geräte. Müssten wir die mal demnächst hierher schaffen. Das könnte man sicher machen. Mist, hätte ich das vorher nachgeschaut, hätte ich die jetzt schon mitgenommen und dann hätten wir die Mission machen können und hätten eine große Menge Kohle sammeln können, weil die, was kosten die 30 elektronischen Geräte? 5 Stück kosten 100 Millionen, 90, 80, 70?
irgendwie so die Größenordnung. Schnellere Züge, Topologie-KI. Schnellere Züge sind da, okay. Und Topologie-KI. Drohnen arbeiten bei Landschaftsbauprojekten schneller, okay. Ja, soll ich sagen. Die arbeiten halt schneller. Da kommen wir. Ah. Knapp, aber wir kommen nicht ran. Da sind wir fertig. Das sind die Polymere, die wollte ich eh gleich mit dem Transporter holen. Machen wir hier nochmal. Metalldepot. So, jetzt könnten wir hier ja schon mal die wieso wächst denn da jetzt schon was? Okay. Muss ich nicht verstehen. Lass ich den mal wachsen, bin ich immer gespannt. Ne, 0,0, da können wir es auch direkt auswählen. Ob wir Weizen machen. Was ist denn das Effizienteste? Sauerstoff ist alles 0,3. Das können wir auffangen. Verschlechterung der Bodenqualität um 10, Verbesserung um 10 und Weizen. Stopp. Wir lassen erstmal die Rakete landen, dann kann ich gleich weitersuchen. Okay, eigentlich wäre gut, wenn man die beiden abwechselnd macht, aber wenn ich mich nicht täusche, haben wir eh gerade noch was anderes, was wir erforschen. Aber ich würde das mal einstellen, dass wir die beiden abwechselnd machen erstmal. Und wenn wir dann noch was Besseres erforscht haben, können wir das natürlich auch nehmen. Das Ding bekommt hohe Priorität. Nochmal 4 Polymere. Wo sind die? Da unten. Jetzt haben wir hier da und da welche. Perfekt. Und wir haben jetzt unseren Transporter. So, da sind die ersten Polymere und da ist dann der Rest. Können wir vielleicht auch noch mit Metallen auffüllen, ne? So, wir hatten auf jeden Fall dabei einen Drohnenhub. Das sollte noch problemlos das andere erreichen können, deswegen bauen wir es dahin. Da können auch da ein Teil der Metalle eingesammelt werden. Ah, Moment. Nein, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eins weiter rübersetzen kann. Geht das? Ne, ist mir egal. Das ist mir zu riskant, das jetzt auszuprobieren und dann geht's nicht. Dann habe ich lieber ein Feld Breite verschenkt. So, der hat die Polymere eingesammelt. Dann sind da noch mehr. Sektor scan. Du daran. Neue Handelsroute. 173,5 Nahrung quer. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Handelsrouten lesen soll. Ob die Nahrung bieten oder ob die
Ich weiß, dass ihr es mir im letzten Let's Play erklärt habt. Vielleicht muss ich mir da die Kommentare nochmal anschauen, aber. Ja. Ich verstehe es halt nicht. So, hier sollten wir auf jeden Fall noch einen weiteren Windpark bauen, hätte ich fast gesagt, einen Solarpark. Neue Technologien, Aufklärungszentrum, unterirdischer Kuppelbau. Das ist beides hier, ne? Unterirdische Kuppel, unterirdische Mikrokuppel und Aufklärungszentrum. Das ist, glaube ich, dafür da, dass man eine frühere Meldung bekommt, wenn was vorbeifliegt, ne? An Asteroiden. So, wie? Fehlfunktion aufgetreten. Was soll das denn? Dann brauchen wir da einmal ein bisschen Unterstützung. Den lasse ich schon mal da in die Nähe fahren. Okay, keine Anomalie. Die ist bald startbar. Aber man sieht schon, die müssen trotzdem den Treibstoff von da holen, ne? Ja. Waren einfach zu viele Aufträge. Dass wir keine Meldung bekommen, dass die Drohnen überlastet sind, wundert mich. Die haben ja jetzt permanent zu tun, ne? Ja. Worauf warten? Los geht's. Also der ist voll, der kann gar nicht mehr sammeln. Okay. Dann lad doch mal alles da ab. Hier oben war noch irgendwo da, würde ich sagen, es war irgendwo noch ein Bereich mit ziemlich viel Metall. So, nach da. Dann schau, was ist das denn hier? Achso, das ist der mögliche Zugangspunkt für den Aufzug. Okay. Alles klar. Ja, jetzt müssten wir überlegen, ob wir vielleicht gleich hier nochmal einen Sensorturm hinbauen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Variante. So. Ja, die Kuppel ist auf jeden Fall fertig. Der Transporter ist leer. Wir können wieder Metalle einsammeln. Machen wir das mal dort. So, warten wir eben, bis das erledigt ist. Der ist schnell im Aufladen, okay. Dann darf der jetzt das Metall wieder hierher bringen. So, wir müssen hier noch schauen, wie viele Batterien wir bauen. Das würde ich einfach mal davon abhängig machen. Schlau wie wir sind, wie hoch der Gesamtbedarf ist. 19 können wir, glaube ich, mit einer abdecken. Aber wenn nur ein Gebäude dazu kommt, dann passt das schon nicht mehr. Deswegen würde ich
Wahrscheinlich zwei bauen, aber da können wir noch ein bisschen mit warten, weil momentan brauchen wir die Kapazität nicht und die Polymere dafür können wir uns sparen. So, Transporter ist leer. Dann lade doch mal bitte ein bisschen auf. Waren das Maschinen? Die elektronische Geräte für die Sensortürme, ne? Das sind jetzt drei, aber okay. So, dann würde ich mal hier sagen, hier bauen wir einen Sensorturm hin. So, und du musst dann auch hierher. Das ist natürlich dumm. Jetzt habe ich den hier oben gerade hochgeschickt. Naja, ist eben so. Macht uns trotzdem effizienter, wenn wir es so machen. Was ist mit dem Edelmetallextraktor? Ne, das hatte ich gesagt, das machen wir erst, wenn wir wissen, ob wir hier Leute über haben, aber das sehe ich sowieso nicht auf uns zukommen. Es wäre schön, aber wahrscheinlich utopisch. So, der ist schon mal da. Ich glaube, dass die Rover auch aus dem Transporter ausladen. Ne? Aber hier unten in die Ecke würde ich, denke ich, keinen mehr hinbauen. So, dass wir dann da oben vielleicht noch einen platzieren, der die 8 so ein bisschen abdeckt. So, da kommen sie jetzt. Ja. Holen das Material raus, na perfekt. So, dann würde ich jetzt mal direkt den nächsten hier bauen. Und dann lassen wir den nach hier fahren, wir lassen den nach hier fahren. Dann können die nämlich den auch direkt aufstellen. Und eigentlich können wir dann hier oben auch noch einen platzieren, der dann nämlich, da müssen wir nur Metalle einsammeln. Ei, hier ist gerade ein Meteorit runtergekracht. Zwei Anomalien gefunden. Das erfreut mich doch. Wie stand er jetzt zufällig daneben oder hat er die schon von alleine angefahren? Geht es bei 75%, aber die können wir eigentlich dann mit Kolonisten losschicken, ne? Beim nächsten Mal müsste jetzt kein Grund, warum wir das nicht machen sollten. Im Diner stelle ich das vielleicht noch eins runter. Ach so, eine Sache gibt es einen Grund. Wir haben noch nicht diese Forschung für diese Farmgeschichte, ne? Dass die weniger brauchen. Was haben wir hier? Entdecke 6 neue Planetenanomalien. Ui. Das ist gut. Und? Der Stirling-Generator. 10 Polymere, 5 elektronische Geräte. Okay, das ist billiger, als den selbst zu importieren. Dann nehmen wir was raus. Oder fügen wir das einfach hinten dran, wenn wir... Ja, wir fügen das hinten dran. Wir kommen ja hier mit den Batterien klar im Moment. So, da gibt es jetzt gleich nochmal einen schönen Forschungsboost. Der Sektor ist auch gleich fertig. Vielleicht kriegen wir da noch direkt die nächste Anomalie. Nee, leider nicht. 6, machen wir 7, 8, 9 oder 10 geht nicht. Drohnen sind überlastet. Ach, hier oben. Wie kann das denn sein? So, ach, das ist alles noch unerforscht. Dann schicken wir den mal eben hier hin. Ein paar Metalle einsammeln. Den schicken wir nochmal hierher und dann bauen wir hier oben gleich noch einen Sensorturm.
Funktionelle Nutzpflanzen ist abgeschlossen. Ach ja, das war's auch. So, und jetzt haben wir hier die Klinik. Okay, wir haben noch immer nicht dieses Gebäude, das uns... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das bei Ingenieurswesen ist. Weil das ist ja kein Gebäude, sondern das ist dieser Bonus, dass die Farmen einen höheren Komfort geben. Bedeutet, wir müssen entweder noch was so freischalten oder wir müssen hier in diesem Zweig noch was erforschen. Ja, dann müssen wir hier erst noch mal was dazu nehmen. Das ist 1500, aber nichts, was wir, glaube ich, bauen würden. Erstmal das auch nicht. Das auch nicht. Dann würde ich vielleicht das hier nehmen. Ja. Und das packen wir auch wieder ganz nach oben. Gut, 93%. Dann können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Rakete starten lassen mit den Kolonisten. Die können wir auswählen, wer da mit soll. Können hier weiter Sachen einsammeln. Ja, da soll das einfach nur sammeln und mitnehmen, dass wir noch einen Sensorturm. Vielleicht planen wir den Sensorturm sogar schon mal. Wir haben das ganz gut. Vielleicht entweder hier auf die Ecke, dass der hier oben auch schon was mitmacht. Oder ich würde ihn dahin. Ne, wahrscheinlich setzen wir den eher hier in die Ecke. So, Sensorturm nach da. Dann darf der schon mal hierher fahren und die auch. Mit 440% Verstärkung wird das jetzt in 0, nichts fertig sein. Sehr cool. Unsere Rakete ist zurück. Ja gut, dann machen wir jetzt endlich an dieser Stelle. Beim nächsten Mal geht es genau hier weiter. Dann schauen wir, dass wir die Rakete losschicken mit den Kolonisten. Dann geht das hier los und es wird actionreich. Ich hoffe, wir kommen auf genug Komfort. Und ja, dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Was haben wir hier? Weitere Analyse notwendig. Okay, schauen wir mal, was das wird. Aber erst beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.